Also nimmst du das Wasser hier laufen? Acht Felder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich mache jetzt auch nur mal 8 Felder, weil man kann das natürlich dann auch noch erweitern, indem man dann nochmal wieder eine Etage nochmal hochgeht, aber erstmal nur mal so vom Prinzip her. Ja, wäre das ja dann so. So, ich deute mal nochmal eben so an hier mit den. Na, mit den Grasblöcken. So, dann wäre ja hier Wasser. Ich pack mal einfach mal hier ein. Ja, jetzt fängt es an zu regnen. Ich kipp hier einfach mal einen Eimer Wasser rein. So. Okay. So, das heißt, hier könnte dann ja sozusagen schon das Zuckerrohr sein. Acht Felder lang. Hier unten drunter müsste dann aber Lava. Das heißt, wir bräuchten hier einen Glasboden. Wir müssten dann nochmal eine Etage tiefer gehen, hätten dann hier das Ganze so. Ich versuche mal eben, aber es ist nicht Nacht, ne? Die sind am Versammeln. Ich denke mal, ich warte mal noch einen Moment ab. Hier die Schafe. Ja. So. Ja. Ablauf, zack, zack, hier Glasboden. So, und dann würde ich vorschlagen, genau, dann hat man hier, wir eben sehen hier Schaufel dabei. Man sieht auch gar nichts, ne? Ich versuche mal irgendwie zu schlafen. Ah, es ist aber noch nicht Nacht. Ich ja nicht mal eine Laterne mal eben dran bauen hier. Eine kleine Baubeleuchtung. So, das würde ja heißen, wir würden dann mit dem Pisten müssten wir dann auch noch ein höher. Das wäre dann so. Wir hätten dann hier hinter die Redstone-Geschichte. Hier die Pistons, hier Redstone. So, ich probiere mal zu schlafen. Sieht ganz gut aus. Ja. So, wir brauchen dann ja auch noch hier diese Repeater. Ich weiß gar nicht, habe ich hier von dem Quarz was dabei? Habe ich hier, ne? Ne, habe ich. Und zwar brauchen wir da ja normalen Stein, meine ich. Hier von dem Stone, da habe ich ja auch noch was da. Ich meine,
Stone und Redstone Fackeln waren das, glaube ich, ne? Ein bisschen Redstone haben wir ja noch. Aber ich glaube nicht genug. 16. Ich baue mal eben einen. Nochmal eben, um zu schauen, ob das dann alles so hinhaut und ob wir uns nicht doch noch irgendwie da anders organisieren müssen. Ich meine, das war irgendwie hier mit einer Fackel, wir hören das. War das mit drei Fackeln oder mit einer? Ich weiß gar nicht mehr. Komm, ich guck mal eben nach. Das war hier das hier, ne? Naja, mit zwei Fackeln, ein Redstone in der Mitte und drei Steinen. Also so. Okay, dann. Machen wir dann jetzt die. Das, ach, hier, das Licht hier rum. So, jetzt habe ich schon drei. So, hier war das so. Genau, Redstone Repeater. Na. Die Lava noch mal eben kurz weg. Die Flaschen. So. Also muss man ja hier dann das Signal ja dann verlängern. Und ich meine, man braucht tatsächlich für jeden dann ja auch so einen. Also nur eine Redstone-Leitung reicht dann nicht. Und hätte dann im Prinzip hier diese Redstone-Leitung. Und die ist ja irgendwie 15 Felder lang. Also hätte das dann so. Ja. Dann hätte man hier im Prinzip dazwischen. Also angenommen, das wäre jetzt so. Die Technikebene. 15 Felder in die Richtung. Kommen wir ja locker mit hin. Wir haben ja nur 8 hier bis zu dem Wasser. Wir könnten uns dann irgendwie hier über Eck irgendwie so hoch arbeiten. Also nochmal eine Etage hoch, da diesen Observer dann platzieren. Und das Ganze dann damit dann auslösen. So, und dann hätte man hier unten dann so eine Art, ja, Revisionsgang. Könnte dann hier noch ein bisschen hier in die Lava wahrscheinlich schauen dann. Und hat dann hier im Prinzip so eine Art Technikraum. Also so könnte das funktionieren. Dann hier vielleicht außen dann das Ganze dann mit Glas vielleicht verkleiden. Dass man vielleicht hier so eine Art Sockel dann noch macht, meinetwegen aus Holz. Und das Ganze dann hier außen dann verkleidet dann mit Glas, dass man sich das auch alles anschauen kann. Das. Und oben so, und dann wird das nicht so riesig groß. Na. Ich nehme den einfach mal mit, da kann man wirklich. Okay, habe ich Blumen dabei, jetzt wo die hier gerade so sind. Nee. Und wir haben auch schon eine Menge Bienen, ne?
Muss man aufpassen, dass man sich da nicht verleiten lässt, hier an anderer Stelle weiter zu agieren. Genau, dass man das dann so anwegen noch doppelt so breit macht, aber mit Holz dann einkleidet, dann hätte man ein Gebäude, was eine Farm ist und was dann aber nicht so groß ist. Dass man die jetzt auch nicht ewig hochwachsen lässt, sondern gleich im ersten, hier in der ersten Wachstumsstufe dann auch schon gleich hier erntet. So würde ich das mal versuchen anzulegen. Okay, das heißt, ich knipse das Wasser mal eben ab. Genau. So, das würde jetzt heißen, dass wir hier... Aha, was, ach so, das ist, weil ich das Wasser weggenommen habe. Dass hier Glas drin sein müsste. Und hier dann in der Höhe dann die Lava. Wenn das alles so hinhaut hier. Das heißt, dann brauchen wir im Prinzip einen Boden sozusagen aus nicht brennbarem Material. Dann machen wir Stein, ne? Hier von dem Stone Brick. So, hier war das. Das war jetzt schon die... Also hier kommt die Lava. Ich nehme eben den Wassereimer mal eben als Ersatz. Das wäre jetzt Lava. Und hier wäre dann das Glas. Genau. Das heißt, wir müssen hier überall diesen Stein drumherum setzen, dass uns das hier alles nicht abfackelt. Ne? Also hier wäre komplett Lava. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Ne, Moment, da sind wir ja schon auf der Höhe. Moment, Moment, Moment. So. Da haben wir jetzt hier einen verkehrt. So. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich baue das jetzt erstmal so spartanisch hier. Einfach nur so die Innenwand. 1, 2, 3, 6, 7. Da haben wir die 8. Dann haben wir hier Lava. Dann haben wir von dem Stein. Ja. So. So. Die Werkbank mal eben weg. So haben wir dann noch von dem Tinkerglas.
hier schon mal nicht. Da haben wir Sand. Vielleicht bei Deko. Hier haben wir noch ein bisschen was. Da müssen wir noch mal was holen. Ich meine auch, dass wir gar keinen Sand mehr hatten. Ah, okay. Nee, hier haben wir... Na, ich nehme mich mal im Schlafen.